Ich habe nun seit mehreren Wochen den höhenverstellbaren Wörnl Temina Eckschreibtisch, den ihr im Hintergrund sehen könnt, bei mir im Einsatz inklusive einiger Erweiterungen. Und in diesem Video schauen wir uns diesen höhenverstellbaren Eckschreibtisch einmal etwas genauer an. Wenn dich Videos zu spannender Technik interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da. Ich würde sagen, wir starten zuallererst einmal mit dem Zusammenbau und sprechen auch etwas über Zubehör. Und insgesamt ist der Aufbau des Eckschreibtisches wirklich super einfach. Ich habe etwas länger als eine Stunde benötigt und die Anleitung hat mich da sehr gut durchgeführt. Was ich aber empfehlen kann, ist, den Schreibtisch zumindest zu zweit aufzustellen. Ein großer Vorteil von Wörnl-Schreibtischen ist, dass bereits alle Löcher vorgebohrt sind. Das heißt, ihr müsst nicht noch zusätzlich weitere Löcher bohren, um den Schreibtisch aufzubauen. Im Rahmen ist bereits alles vormontiert und der Zusammenbau wird dadurch immens erleichtert und nur die Beine am Tisch befestigt werden müssen. Außerdem könnt ihr eine Vielzahl an Zubehör dank des patentierten Setup All-in-One-Systems unkompliziert und einfach direkt am Schreibtisch im Rahmen erweitern, egal ob eine Erweiterungsplatte, eine Untertischschublade oder auch eine PC-Halterung. Wörnl bietet eine Vielzahl an Produkten und Zubehör an, darunter Schreibtischablagen, Aktenschränke oder auch ergonomische Bürostühle. Das Zubehör ist sehr hochwertig verarbeitet und im Falle des Stuhls auch wirklich sehr bequem. Auf dem sitze ich nämlich selber gerade auch und auch den Aktenschrank habe ich im Einsatz. Machen wir als nächstes weiter mit ein paar Daten und Fakten. Der Wörnl Eckschreibtisch wird mit Hilfe von drei Motoren nach oben und nach unten bewegt. Dabei liegt die Geschwindigkeit bei 40 mm pro Sekunde und der Höhenverstellbarbereich liegt zwischen 58 cm und 123 cm. Dabei könnt ihr für euch die perfekte Höhe zum Sitzen oder auch zum Stehen definieren oder in meinem Fall, um auch Produkte abzufüllen. Also für jeden Anwendungsfall gibt es in diesem Bereich wirklich die perfekte Höhe. Mit einer maximalen Hebeleistung von 160 kg ist der Wörnl Temina Eckschreibtisch extrem belastbar und gleichzeitig wirklich sehr stabil. Auch in der höchsten Stufe ist der Schreibtisch beim Arbeiten schön stabil, da die Standbeine zusätzlich verstärkt wurden. Das heißt, da wackelt nichts, wenn ihr irgendwie tippen möchtet oder grundsätzlich am Schreibtisch arbeitet. Da der Schreibtisch höhenverstellbar ist, gibt es natürlich auch ein Bedienfeld, über den ihr den Schreibtisch ganz einfach steuern könnt. Mit zwei Pfeiltasten könnt ihr den Schreibtisch in der Höhe verstellen. Mit Hilfe von vier weiteren Tasten könnt ihr dann ganz einfach Höhen speichern. Ich habe mir zum Beispiel meine Sitzhöhe, meine Stehhöhe und die maximale Höhe eingespeichert. Mit einem einfachen Klick auf die Zahl fährt der Schreibtisch dann in die entsprechende Höhe. Und es gibt übrigens auch eine Kollisionserkennung. Sobald etwas im Weg ist oder die Fahrt blockiert, stoppen die Motoren, damit am Ende keine Schäden am Schreibtisch oder zum Beispiel an anderen Möbelstücken entstehen. Mir persönlich ist das Kabelmanagement bei einem Schreibtisch immer sehr wichtig und besonders bei einem höhenverstellbaren Schreibtisch, damit am Ende nicht irgendwie ein Kabel den Monitor mit runterreißt oder so, wenn man die Höhe verstellt. Dafür gibt es unter dem Tisch zwei Kabelmanagementfächer, einen direkt unter dem Schreibtisch, wo auch die Verbindungskabel der Motoren oder auch der Kontrolleinheit verstaut sind. Und ein weiteres Fach, was darunter montiert wird und in dem alle Kabel zum Beispiel in einen Mehrfachstecker eingesteckt sind. Und der Mehrfachstecker geht dann in eine Steckdose und so kann das komplette Setup in der Höhe einfach verstellt werden. Nachdem wir nun die wichtigsten Fakten durchgesprochen haben, würde ich sagen, kommen wir auch schon zu meinem Fazit. Und insgesamt ist ein höhenverstellbarer Schreibtisch, gerade wenn man am Computer im Büro arbeitet, wirklich sehr viel wert. Einfach allein schon, um Rückenproblemen vorzubeugen, indem man immer mal wieder steht. Und ich benutze mittlerweile seit sehr vielen Jahren höhenverstellbare Schreibtische und kann das sehr, sehr empfehlen. Der Wörnl Temina Eckschreibtisch bietet dabei eine Menge Platz, ist extrem stabil, einfach aufzubauen und auch erweiterbar. Außerdem gibt es 15 Jahre Garantie, sodass ihr euch auch dort absolut keine Sorgen machen müsst. Ich persönlich bin mit dem Eckschreibtisch und auch dem ergonomischen Stuhl wirklich sehr zufrieden. Gerade die Möglichkeiten, die mir der Eckschreibtisch mit mehr Platz bietet, ist auf jeden Fall sehr angenehm und dass man ihn trotzdem in der Höhe verstellen kann, ist dann eben nochmal zusätzlich super. Wenn ihr euch überlegt habt, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zuzulegen, dann könnt ihr jetzt über meinen Link 100 Euro auf Schreibtische und auf Zubehör sparen. Und ich habe nochmal einen zusätzlichen 7% Rabattcode, den ihr ebenfalls anwenden könnt. Ihr findet alle weiteren Informationen natürlich unten in der Videobeschreibung. Und damit wären wir jetzt auch am Ende des Videos des Wörnl Setup All-in-One-Systems angekommen. Und ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Überblick bieten, was alles möglich ist, was ihr erweitern könnt, wie grundsätzlich so die Schreibtische von Wörnl aufgebaut sind. Und wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr selber schon Erfahrungen mit höhenverstellbaren Schreibtischen gemacht. Würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.